Im heutigen Mittwochsvideo geht's mal etwas härter zur Sache. Ich bin der Callcenter-Crasher und der Betrüger, um den es heute geht, der mag es wohl etwas dümmer und härter. Intelligenter macht es ihn aber nicht. Jedenfalls sind seine ahnungslosen Drohungen echt lustig, weswegen Matze und ich ihn mal so richtig auflaufen ließen. Habt Spaß mit dem Anruf, nach dem Intro geht's wie immer los. Jo. Hallo, guten Tag, Herr Unter. Ja, was ist los? Louis Benken ist mein Name, Funktion von Finanzabteilung. Ja, ich verstehe Sie, Sie hören sich sehr schlecht an, ich verstehe es leider schlecht. Wie ist Ihr Name? Louis Benken ist mein Name, ja. Funktion von der Finanzabteilung. Von der Finanzabteilung von welchem Unternehmen? CFI Limited. Wie heißt das? Das ist nicht beim Kreditfinanzinstitut. Ja, können Sie mir, dann haben Sie sicherlich eine Webseite, ne? Da habe ich Ihnen gerade genannt. Kreditinstitut Limited. Also die Webseite, nee, eine Webseite hat ja eine Domainendung und so weiter. Also wie buchstabieren Sie mal? www. Genau, C wie Cäsar. Ja. F wie Friedrich. Ja. I wie Ida. Ja. LTD. LTD. Dora. Ja. .cc. .cc. So, dann versuchen wir das doch mal. So, jetzt muss ich mal auf. Ich hab's scheiße aufgeschrieben. So. So. Ja, jetzt ist die Seite schon offen. Aber ich sehe gerade, es gibt nur Englisch und Italienisch und Spanisch. Gibt es diese Seite auch auf Deutsch? Kann man bei der Webseite ändern? Nein, kann man nicht. Die Sprache? Nein, da geht nur Englisch. Sie kennen Ihre eigene Webseite gar nicht. Es geht nur Englisch, Italienisch und Spanisch. Nee. Doch, nee, doch. Das weiß ich. Das weiß ich. Ich meine von der Webseite, wo Sie sind. Ja, die Webseite. Hallo. Sie was ich meine? Nee, Sie verstehen nicht, was ich meine. Ich bin auf Ihrer Webseite. Doch. Ich weiß, dass Sie bei meiner Webseite sind. Ja, also. Aber bei der Google, wo Sie unsere Webseite eröffnet haben. Ich habe nicht über Google geöffnet. Ich habe nicht über Google, hallo. Ich habe nicht über Google. Wo haben Sie das geöffnet? Haben Sie das geöffnet? Ja, wenn Sie mal den Mund halten, dann kann ich Ihnen das auch sagen. Halten Sie jetzt einfach mal den Rand. Also, ich habe das einfach. Ja, dann halten Sie doch einfach mal den Mund. Ich habe es einfach in der Adresszeile des Browsers eingegeben. Ja. Ja. Bei welcher Browser? Wie, welche Börse? Bei welcher Browser? Sie müssen Ihre Internet freischalten. Bei meinem Browser. Wie heißt Ihre Browser, lieber Herr? Ja. Heißt das Google? Heißt das Microsoft Edge oder heißt das Mozilla? Das ist Mozilla. Und Google hat ja keinen Browser. Wunderbar. Hey, hallo. Mal den Mund halten. Jetzt hören Sie mich. Wunderbar. Die Ohren sind jetzt frei. Sie können schon hören jetzt. Wunderbar. Sie können mal ein bisschen deutlicher sprechen. Ich verstehe Sie kaum. Ja, Sie müssen Ihr Ohr etwas sauber machen, damit Sie mich hören. Ich glaube, Sie müssen den Mund ein bisschen sauber machen, damit Sie klar sprechen. Haben Sie einen Waschlappen im Mund? Oder benutzen Sie Hörgeräte am besten. Nee, das solltest Wenn du Sie vielleicht mal machen. Das solltest du vielleicht Sie, mal machen. Hast du irgendwas im Mund, einen Waschlappen oder so? Ja, wissen Sie, was ich im Mund habe? Ja, ich weiß. Ich vermute mal, du hast einen Schwanz im Mund, ne? Weil du bist eine Schwul, ne? Die Titten von deiner Frau. Ne, ja, wie heißt denn meine Frau? Sag mal, wie heißt denn meine Frau? Die Susanne. Susanne heißt meine Frau nicht, nein. Hast du eine andere Frau? Oder hast du eine Frau? Nee, du bist doch ein Schwul, du hast doch einen Schwanz im Mund. Du bist eine Schwul. Oder bist du ein Ziegenficker?
Die Deutsche, du bist ein, du bist ein, du bist ein Eselficker. Ach so, du bist eine schwule Eselficker. Jetzt habe ich es verstanden. Ja, nein, du, nein, die Scammer sind schwul. So wie du einer bist. Vor 12 Tagen. Lern doch mal ein bisschen Deutsch reden. Du kannst doch gar kein. Du bist mir gay, du bist mir schwul. Du bist doch der Schwul. Das haben wir doch festgestellt. Du hast doch einen Schwanz im Mund. Hast du doch selber gesagt. Ja, natürlich. Weißt du, woher die Kartoffel kommt? Nee, ne? Dazu bist du zu dumm, ne? Woher kommt denn die Kartoffel? Siehst du? Ja, natürlich. Ein dummer Scammer. Genau. Keine Ahnung. Du bist lustig, du bist lustig. Schön, dass du angerufen hast. Ja, kannst du doch was anderes sagen? Nee, nein, mehr kannst du nicht. Ja, das hast du ja schon wiederholt. Inzwischen hast du ja schon einen Kartoffelsalat gesagt, ne? Was soll ich denn? Hör mal, steck doch mal was anderes in den Mund. Was soll ich denn? Du solltest Deutsch lernen. Du solltest Deutsch lernen. Die Titel von deiner Frau soll ich stecken. Ja, wie heißt denn meine Frau? Susanne ist falsch. Du bist schon ganz schön dumm, ne? Das weißt du, ne? Du Idiot. Wer ist denn hier der Idiot? Der Betrüger, der mich anrufen will und verarschen will? Oder derjenige, der das auf YouTube online stellt, um sich darüber lustig zu machen? Ja, genau. Hast du wieder nicht verstanden, ne? Weil du so gut Deutsch sprichst. Das ist sehr lustig bei dir. Bei welchem Kanal werde ich mich sehen? Ja, kannst du mal gucken. Ja, genau, Schlampenkanal. Wie heißt denn? Schlampenkanal? Genau, Schlampenkanal, habe ich gerade gesagt. Oh, ist eine Frau das? Nein, du bist doch eine Frau. Das ist nur für Schlampen wie dich. Ja, habe ich doch gerade gesagt, Schlampenkanal. Für Schlampen wie dich. Weiß nicht. Lern doch erstmal Deutsch. Konzentrier dich. Weiß nicht mal, was eine YouTube ist. Oder natürlich. Wie man einen Kanal natürlich weiß ich nicht, was YouTube ist. Ich bin eine ganz dumm. Ja. Zu dumm. Nur leider zu schlau, auf deinen Betrug reinzufallen. Wie 90% der Deutscher. Ja. Genau, wie 100% der Scammer. Ja, genau. Du bist 100% dumm, richtig. Nee. Überleg doch erstmal, was du sagst. Überleg doch erstmal, was du sagst. Was ist los mit dir, kleiner dummer Scammer? Einfach vom Telefon nehme ich dir Geld. Ja, komm, ich leg mal mein Portemonnaie auf den Schreibtisch. So, jetzt nimm mal mein Geld. Na, erzähl, wie viel hast du denn genommen? Einfach vom Telefon. Ja, wie denn? 90% der Deutsche. Ja, nee, 100% der Betrüger sind dumm. 100% der Betrüger sind dumm. Das haben wir ja schon festgestellt. Wie willst du denn mir denn Geld nehmen? Wie willst du mir denn Geld nehmen? Sag doch mal, komm, butter mal die Fische. Wie willst du mich denn um mein Geld bringen? Erzähl doch mal. Ach, du stotterst schon. Hast du nicht mehr zu sagen? Ach, nun lern doch mal ein bisschen Deutsch. Mehr kannst du nicht. Du bist aber ein ganz schlechter Betrüger. Ich habe genug Betrug. Ja, betrugt. Ja, das ist dein perfektes Deutsch. Hä? Ich lach dich aus. Ich lach dich aus, dummer Scammer. Ja, wie? Ja, dann nimm doch mal. Nimm doch mal. Wie willst du das denn nehmen? Erzähl doch mal. Erzähl. Ja, erzähl doch. Wie willst du? Ja, aber ich nicht. Wie willst du mein Geld nehmen? Ich bin zu schlau für dich. Ich bin zu schlau für dich. Wie willst du, dann erzähl mir doch mal, wie willst du mein Geld nehmen? Erzähl doch mal. Futter bei die Fische. Erzähl. Ja, kannst du nicht, weil du der dümmste Scammer bist, der mich heute angerufen hat. Ganz klar. Ach, mehr kannst du nicht. Bist du ein Baby? Was für eine dumme Frage. Ja, ich bin der Dumme, genau. Hast du nicht genug Kartoffeln gegessen? Ah ja, ich bin der Dumme, natürlich. Natürlich, ich bin der Dumme, genau. Ja, und du kannst nicht mehr reden, ne? Mehr fällt dir nicht ein. Du hast ja gar keine deutschen Worte mehr drauf. Ich brauch sie nicht. Ne, du brauchst sie nicht, ne? Du kannst sie nicht, weil du dumm bist. Ja, deswegen nehme ich dein Geld. Ja, wie denn? Ich warte ja drauf. Erzähl doch mal. Fängst du an zu weinen, weil du mein Geld nicht nehmen kannst?
denn dumm bist du überhaupt? Ja, ich glaube, Kategorie. Die YouTuber-Zuschauer, die werden genauer wissen, wer von uns der Dumme ist. Bei welcher Kategorie? Du bist Kategorie ganz dummer Scammer. Ist deine Kategorie. Bei welcher Kategorie? Minus 2, der dummste Deutsche. Nee, du bist der dummste Scammer der Welt. Du denkst, dass du schlau bist. Meine Güte. Ja, du denkst doch, dass du schlau bist. Du bist aber nicht schlau. Du bist der dümmste Betrüger. Nein, ich bin nicht schlau. Richtig, das weiß ich. Du hast es doch gesagt. Ja, mit meinem Dummheit nehme ich dein Geld. Das ist ja, dann erzähl doch endlich mal, wie du mein Geld nimmst. Erzähl doch. Erzähl doch mal. Laber nicht rum. Erzähl doch mal. Am Ende werde ja, ich... Ja, am Ende gehst du tot. Genau, am Ende gehst du tot. Das Leben ist nun mal tödlich. Ja. So, und ja. Wie willst du jetzt mein Geld nehmen? Sterben wirst du auch. Ja, genau, wie du auch. Du wahrscheinlich ein bisschen früher, weil dich irgendein Scammer dann tötet. Ich bin jünger. Also ja, deswegen wirst du trotzdem sterben. Die ältere Leute kommen zuerst. Ja, genau. Und deswegen überlebst du länger. Mann, Gott, bist du... Wie kann man nur so dumm sein? Nun erzähl doch mal, wie willst du mein Geld nun nehmen? Du kannst einfach nur dummes Zeug reden. Du musst auf deine Bank aufpassen. Heute. Ja, ja, natürlich. Es wird leer geräumt. Ja, ja, dann erzähl mal, wie denn? Es wird leer geräumt. Dann lies doch mal meine Kontonummer vor. Ich brauche die Kontonummer nicht, ich habe die Daten hier. Ja, dann lies mal vor. Welche Daten hast du denn von mir? Du musst heute Nacht... Dein Konto. Ja, nun erzähl doch mal, welche Daten hast du denn von mir? Du hast keine Daten von mir, du bist dumm. Das siehst du, Mo, ich habe alle Daten von dir. Ich ja, ja. Eine IP-Adresse. Ach, eine IP-Adresse. Ja, Name. Natürlich. Ich habe alles dabei. Ich ja, meinen Namen. Genau, genau. Mein Name ist genauso echt wie dein Name. Ich kann vor Tür kommen, weil ich weiß... Ja, komm, ich warte. Ich warte. In welcher Stadt bin ich denn? Ja, komm, sag doch mal, wo bin ich denn? Es ist ganz einfach. Ach, wieder nur leeres Geschwätz. Komm doch her, ich warte auf dich. Komm. Warte, ich komm heute Nacht. Ja, genau, komm. Wo bin ich denn? Ja, wo bin ich denn? 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 Was für ein Dumm bist du, Alter? Ja, du bist der Dumme. Du hast keine Ahnung, wer ich bin. Benimm dich doch. Ja, du, so wie du. Benimm dich, was soll das? Ja, was soll das? Was willst du eigentlich von mir? Du bist der dümmste Betrüger, der angerufen hast. Du hast keinerlei Daten von mir. Kannst du dich nicht richtig benehmen, oder wie? Ja, das sagt der Typ, der mich betrügen will. Ich lach dich aus. Du bist ein Schlampe. Ja, genau. Was soll das? Ja, genau. Du bist eine Schlampe, das haben wir ja nun schon festgestellt. Du, ich bin ganz ruhig. Ich lache über dich. Ich lache dich aus, weil du so dumm bist. Ja, du wiederholst dich. Ja, ganz genau. Genau. Wiederhol doch mal. Genau. Was hast du gesagt? Habe ich nicht verstanden. Wiederhol doch mal. Wiederhol doch noch mal. Sag doch noch mal bitte. Ich habe nicht verstanden. Was ist los mit dir? Hast du direkt Angst bekommen? Vor dir? ich zitter schon richtig. Ich zitter schon richtig. Ich lasse dich in eine Schlampe, Alter. Ach, Walter. Alter, du bist die Schlampe von uns beiden. Nun komm, du sag doch mal, wo findest du mich denn? Wo bin ich denn? Wo bin ich denn? Ja, nun mach doch mal. Immer nur leere Worte, leeres Geschwafel. Du bist so dumm, du merkst gar nicht, wie dumm du bist, ne? Ich werde anklopfen bei deiner Tür. Ja, klar, ich warte drauf. Heute Nacht. Ja, genau. Ja, dann sag mir doch, wo klopfst du denn? In welcher Stadt klopfst du denn? Wo denn? Bleib wach. Wo denn? Bleib wo denn? Wo denn? Wo denn? Wo denn? Was für ein Dumm bist du, Alter? Ja, genau. Der Typ, der mich betrügen will und nicht mal weiß, wo ich bin. Und wer von uns beiden ist jetzt dumm? Das ist ganz dumm. Ja, schön. Aber das Schöne ist ja, ich habe einen schönen YouTube-Content für dich, weil du so lange am Telefon bleibst. Ich weiß ja auch, dass du keine anderen Datensätze mehr kriegst und keine Leute zum Betrügen findest. Das weiß ich, ist mir klar.
Na komm, wo bist du denn jetzt, hä? Russland, Ukraine? Was sagst du da? Ja, was denn? Also in UK da, bist du nicht. Kollege. Ja, was denn, Kollege? Ich bin nicht dein Kollege, ich bin dein ärgster Feind. Ja, komm. Du, ich bin ganz ruhig. Ich bin ganz ruhig. Der Einzige, der sich hier aufregt, bist du. Was ist los mit dir, kleiner Betrüger? Hast du noch mehr zu sagen? Ich klopfe bei deiner Tür heute. Ja, du hast aber immer noch nicht gesagt, wo. Ja, wo denn? Wo bin ich denn? Dein Konto wird heute leer. Ja, natürlich. Na klar, dann lies mir doch mal deine Kontonummer. Ach nee, die brauchst du ja nicht. Bei welcher Bank bin ich denn? Bei welcher Bank bin ich denn? Ach, brauchst du auch nicht. Du wirst die Konten der ganzen Welt leer räumen. Bist du dumm? Ja, natürlich, ganz klar. Größenwahn in Person bei dir. Du bist der größenwahnsinnigste Blödsmann. Ja, was? Du kannst dich richtig benehmen. Ja, das sagt der Betrüger, der mich betrügen will und nicht mal weiß, wo ich bin. Sag doch mal, wo bin ich? Alles leere Versprechen. Wo bin ich denn? Nee, du bist ein Prahler, du bist ein fürchterlich schlechter Betrüger. Komm, fütter bei die Fische, sag was. Wo ist mein Kontonummer, wo ist meine Adresse? Nun sag doch. Du hast keine Ahnung, du bist der dümmste Betrüger. Ich weiß. Und schön, dass ich schön lange mit dir telefonieren kann. Dann werden die YouTube-Zuschauer sich wieder totlachen über deine Dummheit. Über meine oder über deine Dummheit? Ja, wer von uns beiden ist wohl dumm? Das Einzige, der hier dumm ist, bist du. Du. Ja, genau. Frag mal deinen Zuschauer, die sagen, Zuschauer, kommt mal rein, sagt mal ein bisschen was. Sag dem dummen Betrüger mal was. Hey, dummer Betrüger! Du kannst nicht ein Du kannst, ah, wir lachen dich aus! Nicht mal, ach, das ist der Intelligenzverweigerer, oder wie? Wie mal, eigene Person macht die ganze drei Stimme. Ach ja? Dann lass doch mal dreistimmig reden. Lass uns doch mal gleichzeitig reden, dann hört er es. Ne? Also jetzt mal alle drei zusammen. Hallo, dummer Betrüger, was ist los mit dir? Kleiner dummer Betrüger. Ah, komisch, ne? Geht gar nicht, hä? Drei Stimmen, die gleichzeitig reden? Wie macht man das? Machst du das auch? Mann, bist du dämlich. Sind jetzt fünf Stimme dabei oder zwei Stimme dabei oder. Ach, du kannst auch noch nicht mal zählen. Das wundert mich nicht, dass du nicht zählen kannst. Religion 1, Rechnen teilgenommen, steht im Zeugnis bei ihm. Ja, Dummkopf. Ja. Nicht rechnen, zählen. Was für eine deutsche Kartoffel, Alter. Zum Rechnen ist er gar nicht gekommen. Ja, jetzt hängt er wieder. Jetzt fällt ihm nichts mehr ein. Jetzt, was ist los mit dir? Meine scheiße Kartoffel. Bist du schon am Ende? Da gibt es sowas. Gibt es sowas für eine Dummheit? Ja, richtig, gibt es. In dir. Das fragen wir uns bei dir auch. Können Sie bei deiner Mutter fragen? Kannst nicht mal richtig sprechen, Alter. Alter, wir verarschen dich die ganze Zeit und du bist so doof, es zu merken. Aber schön. Ja, komm, nun sag mir doch endlich meine Kontonummer. Sag mir doch endlich meine Adresse. Deutsche Kartoffel. Ja, und? Aber du hast trotzdem keine Ahnung, wo ich bin. Wirst du heute Nacht sehen. Ja, genau. Aber mal ganz ehrlich, eine Frage habe ich an den Betrüger. Eine ganz ehrliche, einfache Frage. Wie oft bist du als Baby vom Wickeltisch gefallen? Was war das für eine Frage? Hast du nicht verstanden, ne? Verstehst du nicht, ne? Nee, verstehe ich nicht. Genau. Also wenn Dummheit wehtun würde, dann würdest du den ganzen Tag schreien durch die Gegend rennen. Mhm. Ja, genau. Und jetzt bist du schlau. Das war lustig. Du, wir alle drei, wir alle, wie wir da sind, sind schlauer als du. Jede ältere Parkbank-Penner ist schlauer als du. Vor allem haben die alle mehr Ehre als du. Wie verdienen sie Geld überhaupt? Das willst du gar nicht wissen. Doch, das können wir ihm ja sagen.
Wir verdienen Geld damit, dass wir YouTube-Videos mit dir, mit dummen Betrügern online stellen. Damit, ja, damit verdienen wir Geld. Deswegen lass uns ruhig noch länger telefonieren. Das ist hervorragend. Da verdienen wir Geld. Ich verdiene auch Geld, keine Sorgen. Ja, dabei ist doch schön. Aber nicht mit mir. Genau. Nicht mit uns. Doch. Vielleicht mit dir nicht, aber mit einem Kollegen von dir. Das bezweifle ich. Oder mit deinen Nachbarn. Das bezweifle ich auch. Ja. Einer von euch. Einer von euch dummen Scammern? So ist das Leben. Du arbeitest hart. Ich arbeite ganz entspannt. Nö, hart. Keiner hat gesagt, dass wir hart arbeiten. Wir haben gesagt, wir arbeiten ehrlich. Mhm. Und ehrlich arbeiten ist immer nicht gleich hart arbeiten. Also gibt's ja, sind ja Unterschiede bei. Genau. Ja? Du arbeitest ehrlich für mich. Für dich mit Sicherheit nicht, nee. Mhm. Da wird eher andersrum der Schuh draus. Das habe ich schon mehrfach bewiesen. Am Ende des Tages, das Geld kommt zu mir. Nee. Geld kommt immer zu Geld. Du hast kein Geld. Nur Geld verdient Geld. Und da du kein Geld hast, bist du das arme Würstchen, was jetzt am Telefon sitzt. Der Einzige, der reich wird, ist vielleicht dein Chef, aber nicht du. Du bist die kleinste Kerze auf der Torte. Und das kleinste Licht im Callcenter. Dein Chef verdient Geld, nicht du. Ich nehme mein Stück auf. Ja, aber einen kleinen Krümel kriegst du. Du kriegst das ist das, was dir dein Chef schmeißt. Egal. Die kleine Krümel ist, was bekommst du monatlich? Du, ich glaube, die Zahl kannst du gar nicht schreiben, so groß wie die ist. Genau. Das Dreifache verdiene ich. Wenn du kleine Krümel bist, dann ist ja okay. Alter, Falter, ist der komisch. Das du weißt doch gar nicht, was ich beruflich mache, du Zwiebelkopf. Aber Einbildung ist ja auch eine Bildung, ne? Oh, meine Güte. Schön. Ich hab keine Ahnung. Nee, natürlich, wir haben keine Ahnung. Ja, klar. Du hast die Ahnung. Ja, du bist auf jeden Fall. Jetzt bin ich fertig. Meine Pause ist fertig. Und ich werde jetzt eine neue Kunde anrufen, der wahrscheinlich mir Geld senden kann. Ja, telefonier nicht so lange, ich warte heute Abend auf dich, ne? Ja, okay, ich gehe zu einer anderen Kunde, der hat wahrscheinlich Geld für mich. Weil sie haben kein Geld für mich. Ich glaube nicht, weil du zu dumm bist. Okay, ich versuche mal. Du bist zu dumm zum Betrügen. Ciao. Tschüss, Betrügerlein. Fertig. Komisch, weder hat sich mein Kontostand geändert, noch hat er mich nachts besucht. Sollten das alles nur verzweifelte Versuche gewesen sein, mir Angst zu machen, die uns mal so gar nicht beeindruckt haben? Richtig, alles nur belangloses Geschwafel eines erfolglosen Betrügers. Genug amüsiert für heute, ich hoffe, ihr hattet etwas Spaß und ihr hört mich am Sonntag wieder mit einem neuen Video. Bis dahin bleibt neugierig und lasst euch nicht abzocken. Euer Callcenter-Crusher.